die Grenzformalitäten sind erledigt, die Stempel in den Reisepässen. Wir dürfen wieder an Bord des Schnellbootes nach Phnom Penh. Hallo. In Phnom Penh erwartet uns Mom. Sie wird uns die nächsten 2 Tage begleiten. In diesem Gebäude ist die obere Staatsanwaltschaft untergebracht. Mom führt uns durch die Anlagen des Königspalastes. Der König wohnt noch hier. Hier oben sehen wir die Wat Phnom Pagode. Sie wird betrachtet als das Herz von Phnom Penh. Vor dem Eingang weht die Krokodilsfahne. Heute fahren wir nach Siem Reap. Unterwegs besuchen wir den Skun-Markt, den einzigen Ort in Kambodscha, wo man Spinnen verkauft. Grillen und Fledermäuse und Seitenraupen. Seitenraupen auch noch. Mhm. Das wird hier alles gegessen? Ja, natürlich. Wir erreichen Sampo Phrai Khuk. Wie heißt der? Durga. Das ist der Löwentempel, vor dem Eingang 2 Löwen. So viel besichtigen, das macht hungrig. In Siem Reap werden wir im Hotel übernachten. Jetzt betreten wir die Angkor Wat-Tempelanlage, die zu den größten religiösen Bauwerken der Welt gehört und von UNESCO als Welterbe anerkannt ist. Thank you.
So, in der Mitte von Angkortum, da ist der Tempel Bayon, wo wir nachher besuchen. Man kann ja da die Wächterallee, auch Dämonenbalustrade genannt, führt uns zum Südtor von Angkortum, der Großstadt. Auf der linken Seite sind die Guten und auf der rechten Seite die bösen Dämonen. Das sind die heutigen Bewohner der Stadt. In Taprom sind die meisten Tempelanlagen von Würgefeigen umwuchert. Die Zitadelle der Frauen. Die Pose des zehnarmigen Gottes. Vom Bakheng-Hügel aus sehen wir im Dunst Angkor Wat und erleben anschließend einen herrlichen Sonnenuntergang. Wir unternehmen eine Bootsfahrt auf dem Tonle Sap See, dem größten See Kambodschas, mit einer Länge von 100 Kilometern. Die Fahrt führt zu einem schwimmenden Fischerdorf, deren Bewohner in Hausbooten leben. Und hier sehen wir eine schwimmende christliche Kirche. Ehe wir zum Flughafen gebracht werden, können wir noch zuschauen, wie behinderte Menschen Kunstwerke herstellen. Nun fliegen wir nach Saigon, um dort das Neujahrsfest zu erleben.